Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Tutorial, wie ihr Custom-Klingeltöne für alle möglichen Apps auf Samsung Galaxy-Geräten selber hinzufügen könnt. Wir beginnen damit, indem wir uns irgendeine Musik aussuchen, die wir gerne mögen, auf unserem Telefon oder irgendwo anders gespeichert. Diese müssen wir auf PC dann ziehen und uns Audacity runterladen und installieren. Den Link, den findet ihr unten in der Beschreibung. Führt euch auf diese Seite, wo ihr dann einfach ganz normal für Windows Audacity herunterladen und installieren könnt. Ich brauche das nicht zu machen, ich habe ja Audacity schon. So. Und dann brauchen wir natürlich auch ein Telefon. Dazu kommen wir später. Erstmal brauchen wir, wie gesagt, die Musik. Ich habe diese bereits ausgewählt, will ich jetzt mal sagen. Dazu öffne ich jetzt erstmal einfach meinen Musikordner. Kann leider nicht die Musik nehmen, die ich mag, weil ich mache hier ja als Video, also falls es sich scheiße anhört, dann das ist hier nur ein Test, ne? Um euch das besser zu zeigen. Ich werde jetzt gleich eines dieser Tracks hier, die lizenzfrei von YouTube sind, verwenden. Dazu öffne ich erstmal Audacity, beziehungsweise ihr könnt auch einfach Rechtsklick öffnen mit und dann zum Beispiel Audacity auswählen. Audacity importiert die Datei dann. Und ja, wichtig ist, die Free-Version kann sein, dass die MP3s nicht selber wieder als MP3 speichern kann. Deshalb empfehle ich, das dann später als OGG oder als WAV-Datei zu speichern. Nach dem Beenden. Ab, 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 weg da. Um dieses dann zu nutzen oder nutzen zu können. Dazu suchen wir uns hier jetzt in diesem Track eine Stelle raus. Ich hoffe, ihr könnt den hören. Ich sage, bis hier will ich das haben. Das bedeutet, den Rest, den mache ich jetzt einfach mit der, ja, mit der Löschen-Taste, also die Taste über der Enter-Taste weg. Und dann haben wir hier nur noch diesen kleinen Teil, den wir uns jetzt mal ganz kurz wieder anhören. Ich finde den noch ein bisschen zu lang. Macht das noch ein bisschen weg. Also ihr müsst nicht unbedingt den Anfang nehmen, sondern ihr könnt auch irgendwas in der Mitte nehmen. Wie lang ist eigentlich Rille? Ich nehme jetzt diesen kleinen winzigen Teil hier und den, bei dem sage ich jetzt Ton exportieren. Ganz wichtig, exportieren. Nicht importieren, sondern exportieren und nicht speichern. Ich mache das jetzt auf den Desktop. Ich lasse den Dateinamen, wie er ist. Und bei mir ist hier schon WAV eingestellt, weil ich was in WAV gespeichert habe. Ich stelle es jetzt allerdings auf OGG um. Wie gesagt, MP3 funktioniert bei mir zumindest nicht. Kann sein, dass es bei euch anders ist. Genau. Das exportieren wir. Und schon haben wir hier auf dem Desktop eine neue Datei, die hier lediglich den Ton beinhaltet, den wir hier auch ja, hinzugefügt haben. Also den Ton,
den wir vorhin bearbeitet haben. Und nur dieses Anfangsstück. So, als nächstes müssen wir mit dem USB-Ladekabel des Telefons, das müssen wir an den Rechner anschließen. Das habe ich hier schon gemacht. Das ist mein Privattelefon. Wir müssen jetzt Folgendes machen. Wir nehmen die Datei, die wir vorhin bearbeitet haben, und skippen damit in einen bestimmten Ordner. Wir können Steuerung C oder Steuerung X machen. Ich mache hier Steuerung X und nicht SD-Karte, sondern Phone. Und hier gibt es einen Ordner, der heißt Notifications. Das ist der hier. Da sind haufenweise Standardsachen drin, die von Sony, sage ich schon, nein, ich meinte natürlich von Samsung implementiert wurden, aber die sind hier nicht sichtbar, sondern nur die eigenen Sachen. Also ihr kopiert dann einfach die Datei hier rein, wie ihr seht, und dann müsste diese an eurem Handy auch angezeigt werden. Ihr geht dann in die Einstellungen eures Telefons. Benachrichtigungen, dann Benachrichtigungston. Hier könnt ihr jede App auswählen. Ich nehme jetzt die E-Mail-App, dann auf E-Mail-Ton und dann steht hier Ton und dort müsste jetzt noch was anderes hinzugefügt worden sein, sofern das Telefon das kapiert hat. Hier steht Bucket List, die können wir jetzt auswählen und ich sollte vielleicht mein Telefon auf, ja, weg. Laut stellen, damit ihr das auch hört. Okay. So, ihr habt's gehört. Es funktioniert. So könnt ihr das ändern. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und sage bis zum nächsten Video bzw. Part und ciao, Leute. Thank you.